Sie waren von den Russen gefangen worden und warteten auf die Exekution der Todesurteile. Der ungarische Rittmeister Stefan Koltai und sein Bursche Janschi. Stefan Koltai hatte sich während der Wirren des Jahres 1918 der russischen Gegenrevolution angeschlossen und wusste nun ebenso wie sein Bursche, dass alles aus war. Draußen vor der Hütte patrouillierte der russische Wachtposten und drinnen tauschten die beiden alte Erinnerungen aus. Was wohl die Madel in Dorosch mal sagen werden, dass ich immer noch nicht zurück bin? Sie werden sich mit anderen trösten. Meinen Sie wirklich, Herr Rittmeister? Ach, natürlich. Im Café Hunjan Janosch, bei Zigeunermusik. Ach, auch das noch, bei Zigeunermusik. Aber da sage ich Ihnen, Herr Rittmeister, die Zigeunermusik, die sollen Sie nicht allein haben. Wozu habe ich denn meine Geige gerettet? Nimm schon die Geige und spiel, Janschi. Aber so, wie du noch nie gespielt hast. Zum letzten Mal, bevor sie kommen und uns holen. Bitte sehr, Herr Rittmeister, spiel ich halt.
Was ist denn? Holen Sie uns schon? Hey, du! Wieso ich, Herr Rittmeister? Er ruft mich? Du, komm! Na, geh schon, Janschi. Ja, aber was willst du denn? Deine Geige will ich. Was, meine Geige? Sofort gibst du mir deine Geige. Herr Rittmeister, was sagen Sie dazu? Das geht nicht. Meine Geige ist meine Geige und nicht deine Geige. Kamerad, sei brav. Ich war Musiker im Kaiserlichen Orchester in Petersburg. Unter Rimski-Korsakow. Alles aus, alles vorbei. Aber einmal möchte ich noch Geige spielen. Teschek, bitte, was sagen Sie jetzt, Herr Rittmeister? Ein Verrückter. Pass auf, Brüderchen. Wenn du mir die Geige gibst, lasse ich euch beide laufen. Was? Fort könnt ihr, über die Grenze. Fort über die Grenze? Ja, ich denn, Herr Rittmeister. Dieser miserable Kerl, dieser anständige Mensch, er lässt uns fort, Herr Rittmeister. Aber er will dafür deine Geige. Na ja, wenn schon, was ist denn schon dran an so einer Geige? Für einen Pappenstiel kauft mir der Herr Rittmeister eine neue. Also was ist, bekomme ich die Geige? Natürlich bekommst du sie. Hier hast du, hier. So, aber jetzt schnell fort, Herr Rittmeister. Sehr schnell, die Wache kommt. Ja, ja, wir lassen sie grüßen, die Wache. Los, Janschi, geh hinauf. Da sieht man uns nicht. Ja, ich komme schon. Servus, alter Nusskracker. Und sei gut zu Geige. Ja, das bin ich. Eine schöne Geige ist es. Eine sehr schöne Geige. Der fremde Offizier. Offizier? Ich glaube, das ist fort. Das wirst du mir büßen. Hey, hallo, Sie sind geflohen. Dabei, wir müssen Sie einholen. Aber die Kosaken holten Koltai und Janschi nicht ein. Die beiden erreichten die japanische Grenze und kamen schließlich gerade an dem Tag nach Tokio, als Liasan mit dem Bruder meiner Frau, dem Grafen Ferry, Hochzeit machte und wir beide, meine Frau Victoria und ich, uns anschickten, Tokio zu verlassen, um nach Petersburg zu reisen. Du hast etwas vergessen, John. So, was denn? Du hast vergessen zu erwähnen, dass du zwar der amerikanische Gesandte in Tokio und damit die eigentliche Hauptfigur warst, dass aber deine Frau und meine Schwester, unsere reizende Victoria, der Mittelpunkt der Gesellschaft war. Schöne Tage hab ich hier verbracht,
Alles das verdank ich Ihnen. Alle Herren haben mir den Hof gemacht, alle wollten mir nur dienen. Reitend war es meine Herren, wie sie mir entgegenkamen. Machten mir von allem Trieb ins Land zum Paradies der Damen. Rote Orchideen, wie ein Traum so schön. Ich sag euch ade, Chrysanthemen. O Kyoto-san, Märchen von Japan. Jetzt muss ich von euch Abschied nehmen. Wenn der weiße See kommt, spiegelt sich ein Ort. Wenn der Frühling wieder kommt, seh ich mich nach euch. Rote Orchidee, wie ein Traum so schön. Euch sag ich ade, unsere entzückende Freundin will also wirklich Tokio verlassen. Ich will nicht, ich muss. Oh, schade. Sehr schade. Ja, es muss sein, meine Herrschaften. Ich werde von meiner Regierung nach Russland designiert. Morgen fahren wir nach Petersburg. Äußerst bedauerlich. So plötzlich? Und unerwartet. Ich versichere Ihnen, ich werde diese Stadt nie vergessen. Durfte ich doch hier die ersten Wochen meiner Ehe mit Victoria verbringen. Eben, das will ich meinen. Sehr charmant. Außerdem nehmen wir ein reizendes Andenken mit. Liasan, die Tochter dieses Landes, wird die Frau meines Bruders. Heute, an meinem Abschiedsabend, wird die Hochzeit sein. Ein schmerzliches und ein freudiges Ereignis zugleich. Wir werden pünktlich zur Stelle sein. Au revoir, gnädigste Victoria. Goodbye, Mr. Conlad. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Goodbye. Ach, diese ewigen gesellschaftlichen Verpflichtungen. Wir kommen kaum dazu, einmal alleine zu sein. Und dabei sind wir eigentlich noch in Flitterwochen. Ich bitte dich, Joan, du weißt, ich mag solche Anspielungen nicht. Entschuldige, ich wollte dich nicht kränken, ich dachte nur... Ja, es ist gut, ich bin etwas nervös. Ich weiß selbst nicht warum, aber seit gestern... Seitdem wir durch das Fremdenviertel fuhren und mit dem Auto im Gedränge stecken blieben. Ja, aber woher? Ich habe alles bemerkt. Du schautest zum Fenster hinaus und wurdest plötzlich blass. Ich hatte den Eindruck, dass du etwas Unfassbares, Gespenstisches gesehen hattest. Aber du sagtest lächelnd, warum fahren wir nicht weiter? Vielleicht waren es die vielen Menschen oder die dauernden Feste hier in der Gesandtschaft, Joan. Ich hatte aber den Eindruck... Ach, sicher bist du selbst nervös und überarbeitet. Es ist gut, dass wir fortgehen. Sehr gut sogar, Joan. Ich freue mich darauf, mit dir zu reisen. Weißt du, wenn du bei mir bist, dann fühle ich mich geborgen. Wirklich, Victoria? So wie damals in Wien beim Hofball. Als ich es dir zum ersten Mal gesagt habe. Ach, ich denke oft daran, Joan. Immer, wenn ich einen Walzer höre, denke ich daran. Denkst du noch daran, als ich dich sah zum ersten Mal in Wien, einst im schönen Wien? Walzermelodien erklangen süß im goldenen Saal in Wien, dort im schönen Wien.
warst du so schön, ich seh dich heute noch vor mir. Verliebt, sagte ich zu dir. Pardon, Madame, ich bin verliebt. Ich schau sie an und weiß, Madame, ich bin Nacht, die wir verbracht in Wien, dort im schönen Wien. Mond vom Himmel schien, so fuhren einsam wir dahin, in Wien, dort im schönen Wien. Deiner Tür und sprach einmal noch zu dir. Pardon, Madame, ich bin verliebt. Ich schau sie an und weiß, Madame, ich bin. Rittmeister, jetzt wären wir drin im Garten. Hoffentlich ist das auch der Garten der amerikanischen Botschaft. Vorsicht, Janschi. Erst einmal mit dem Personal Fühlung nehmen. Mach ich, Herr Rittmeister, meine Spezialität. Schauen Sie, da geht schon so ein japanischer Zwergpinscher. Oh, und ein sauberes Madel hinterher. Hallo, Miki. Wie bitte? Ich heiße Kamakuri und Miki-san. Oh, das ist mir viel zu lang für so eine kurze Person. Wohin trägst du diesen Tee? Zur gnädigen Frau Gräfin, der erhabenen Gattin des Herrn Gesandten. Ja, wie oft soll ich dir denn noch sagen, dass dich die Gnädigste nichts angeht? Das ist mein Ressort. Gib mir den Tee. Schön, wie du willst. Bitte. Und scher dich aber fort. Oh, die gefällt mir. Psst. Psst. Hallo, Sie. Was? Ja, wer bist du denn da? Moment mal bitte. Dieser Tee kommt mir gelegen. Ah, oh, danke sehr. Erlauben Sie... Ja, wer sind Sie eigentlich? Ich bin ein Genie und in der Freizeit bin ich durstig.
Sag mal, hast du nichts Besseres zu trinken als Tee? So eine Frechheit. Ich stehe im Dienste der hohen Diplomatie. Aha, und als was? Ich gehöre zur engsten Suite der amerikanischen Gesandtschaft. Die wichtigsten Dinge gehen durch meine Hand. Hallo, Riquette. Trag der Gnädigsten die Schuhe hinein. Also so ist das. Also schau, dass du weiterkommst. Wieso denn? Bin ich hier Stubenmädel oder du? Also Stubenkatzel bist du. Das habe ich gut getroffen. Und wie heißt du? Man ruft mich Riquette. Was? Briquette? Da schau, darum wird mir so warm, wenn ich dich anschaue. Ich bin eine Französin aus Bordeaux. So, na, da sind wir ja Landsleute. Ich bin nämlich aus Ketschkemet. In ganz Frankreich gibt es kein Ketschkemet. Nicht? Also dann muss das inzwischen verloren gegangen sein. Ich glaube, Ihnen ist einiges verloren gegangen. Elegant schauen Sie nicht gerade aus. Ja, also das ist reiner Zufall. Wir kommen nämlich aus Sibirien. Und wir dachten natürlich nicht, dass wir so lange unterwegs sein würden. Wir, sagen Sie? Ach so, ja, hätte ich bald vergessen. Ich habe ja noch meinen Herrn Rittmeister dabei. Herr Rittmeister! Bitte schön, Sie können kommen. Ah, oh, ein Rittmeister. Und fesch ist der. Bonjour, Monsieur. Bonjour, Mademoiselle. Ich habe schon alles in die Wege geleitet, Herr Rittmeister. So? Wo sind wir denn hier? Ja, wir sind hier bei Briquette. Das hier ist Briquette. Riquette. Freut mich, Fräulein Riquette. Und dieser Garten? Dieser Garten ist der Garten der amerikanischen Gesandtschaft. Also doch. Dann melden Sie mich dem Herrn Gesandten. Ein ungarischer Offizier bittet um eine Unterredung. Ich gehe sofort. Oh, der ist ja viel schöner als Sie. Frechheit. Was ist denn? Ach, sie sagt mir Schmeicheleien ins Ohr. Sie ist ganz fasziniert von mir, Herr Rittmeister. Na, hoffentlich täuscht sie sich nicht. Auf keinen Fall. Ach, hoffentlich hat das Auto gestern auch vor diesem Palais gehalten. Ach so, das Auto, ja. Ja, das Auto hat vor diesem Palais gehalten, Herr Rittmeister. Und ich schwöre, dass sie es war, die neben dem distinguierten Herrn saß. Ist es nicht doch möglich, dass sich der Herr Rittmeister geirrt haben? Wie sollte Comtesse Victoria von Hegedisch auf Doroschma hierher nach Tokio kommen, in das Auto des amerikanischen Gesandten? Darüber zerbreche ich mir seit gestern den Kopf. Ich muss der Sache auf den Grund kommen. Zu Befehl, Herr Rittmeister. Als ich in den Krieg zog, hat sie mir einen Eid geschworen. Jawohl, Herr Rittmeister. Bevor ich gewissert habe, merke dir, ich bin hier nicht Rittmeister Koltai, sondern ich bin, sagen wir, Rittmeister Chucky. Verstehst du? Nicht Koltai, sondern Chucky. Also was bin ich? Zornig sind Sie, Herr Rittmeister. Nein, Chucky. Von mir aus Chucky. Hoffentlich behalte ich das. Ah, da sind die Herren, ja. Ich habe mit großer Freude gehört, dass Sie Ungarn sind. Ja, bitteschön, sind wir. Und womit kann ich Ihnen dienen? Exzellenz müsse nämlich wissen, dass wir aus der Kriegsgefangenschaft entflohen sind. Und da es hierzulande von Spionen wimmelt, haben wir das Gefühl, dass man uns verfolgt. Na, die Interessen Ihres Landes sind mir anvertraut, meine Herren. Ich nehme Sie hiermit unter den Schutz der amerikanischen Flagge. Danke sehr. Ich tue das umso lieber, als meine Gattin eine geborene Ungarin ist. Ihre Frau Gemahlin ist Ungarin? Sie können sich denken, dass mir jeder Ihrer Landsleute herzlich willkommen ist. Ich wollte Sie nur bitten, uns die Weiterreise in die Heimat zu ermöglichen. Das wird nicht so leicht sein. Ich verlasse morgen dieses Land, wir gehen nach Petersburg. Nach Petersburg? Ja. Aber ich könnte Sie mitnehmen, als Beamte der Gesandtschaft. Was? Beamter soll ich werden? Ja, ich weiß nicht, Exzellenz. Ich garantiere für Ihre Sicherheit. Von Petersburg aus schicke ich Sie dann als Kurier über die Grenze. Oh, das ist schon besser. Sie wollen wirklich, Exzellenz? Aber natürlich. Das bin ich den Ungarn schuldig. Riquette? Ja? Führe den Herrn Offizier in meine Privaträume. Jawohl, Exzellenz. Meine Garderobe steht Ihnen zur Verfügung. Ich danke Ihnen, Exzellenz. Ja, ja, bitte, Moment, bitte. Und ich? Ach, für Sie werde ich schon sorgen. Also, das ist mehr, als man verlangen kann. Und wenn es Ihnen recht ist, Herr Rittmeister, stelle ich Sie später meiner Frau vor. Hallo, hallo Miki. Ja, bitteschön, gnädiger Herr Graf. Wo ist denn meine Braut? Die silberfüßige Apfelblüte, unsere liebliche Liusan. Ja, natürlich, wer denn sonst? Da, eben kommt sie mit dem Kulitaxameter. Ach, sieh mal an, und ihre Freundinnen sind auch dabei. Na, da werde ich doch mal lauschen, was die zu plauschen haben. Träumt ein kleines Japan-Mädel Tag und Nacht von Liebe, von Liebe, ah.
Hier in Japan sind die Mädels nur gemacht zur Liebe. Zur Liebe, oh. Und als in diesem Jahr der junge Frühling kam, voll Liebe, ach ja, da nahm auch ich mir einen schönen Bräutigam zur Liebe, einen schönen Bräutigam. Heut wird er mein, mir gehört er ganz allein. Hier in Japan sind die Mädels nur gemacht zur Liebe, zur Liebe. Und als in diesem Jahr der junge Frühling kam, voll Liebe, ach ja, da nahm auch ich mir einen schönen Bräutigam zur Liebe. Ping-Pong, Ching-Ching, oh-la-la, Ping-Pong, Ching-Ching, oh-la-la, Ping-Pong, Ching-Ching, oh-la-la, Ching. Und viele tausend kleine silberne Glöckchen läuten heut im Herzen, Ching-Ching, oh-la-la, Ching. Ich werde sein und er wird Sie. Ja? Ja, da bist du ja. Wo hast du denn gesteckt? Ich habe gelauscht. So? Na, das fängt ja gut an mit unserer Ehe. Das muss ich sofort meinen Freundinnen und Freunden erzählen. Nein, halt, ich bin ja froh, dass die gerade weggegangen sind. Und ich bin froh, wenn sie wieder da sind. Hallo, Muki-san, Kiki-san, hallo. Mia-san, Ria-san. Willkommen. Kinder, kommt mal alle her. Ja, da ist es. Seht euch mal diesen Mann hier an. Schön. Sehr sympathisch. Vielen Dank. Dankeschön. Dieser Mann hat mich soeben belauscht. Warum denn? Weil er etwas erfahren will. Ach, was will er erfahren? Meine intimsten Geheimnisse. Sieh mal an. Sie kennen wir ja nicht einmal. Tja, das wäre ja auch noch schöner. Wissen Sie denn überhaupt, wer ich bin? Nein. Nein, halt, das tut nichts zur Sache. Das tut sogar sehr viel zur Sache. Ich bin nämlich... Du bist sofort still. Kein Wort mehr? Ja, wenn du meinst, bitte. Ach so. Jetzt wissen wir zwar nicht, wer der junge Mann ist. Nein, aber wir ahnen es. Ja. Das kann man sagen. Schön ahnen Sie nur, meine Herrschaften. Aber eins ahnen Sie bestimmt nicht. Ja, was ahnen wir nicht? Wie lieb wir uns haben, meine Braut und ich. Ah, was soll denn das, Liebling? So was sagt man doch nicht. Natürlich sagt man das. Ich weiß ja auch, warum ich das sage. So? Warum denn? Du hast so etwas fremd, exotisches, so süß, erotisches. Da liegt was drin. Ja, 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 da liegt was drin. Das kommt davon, weil ich Japanerin, so, so. Doch auch Pariserin, aha, ein bisschen bin. Ja, meine Mama war aus Yokohama, aus Paris war der Papa. Ai, um, ai, um, meine Mama
Papa ist das der Führerische. Mancher Papa ist das Paariserische. Ja, 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 meine Mama war aus Yokohama. Aus Paris ist der Papa. Ja, aus Paris ist der Papa. Den süßen Charme, der so mein Herz bezwingt, ah, den hast du unbedingt, ah, vom Cher Papa. Ja, 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 vom Cher Papa. Die Pikanterie und manchen anderen Reiz, so, so, den hab ich andererseits, ah, von der Mama. Ja, meine Mama war aus Yokohama. Aus Paris war der Papa. Aiu, aiu, ah. Meine Mama ging nur im Pyjama, weil Papa das gerne sah. Von der Mama ist das Verführerische, vom Scherpapa ist das Pariserische. Ja, 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 deine Mama war aus Yokohama, aus Paris ist der Papa. Ist das Verführerische, vom Cher Papa ist das Pariserische. Ja, 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 meine Mama war aus Yokohama, aus Paris war der Papa. Ja, ja. Rari. Ja, bitte, wer ist da? Ich bin's. Darf ich reinkommen? Wenn es dich nicht stört, dass ich nichts anhabe. Hui, na, da warte ich lieber draußen. Schade, hättest mich wenigstens abtrocknen können. So. So. Bist du noch da, Frikettchen? Ja, ich warte. Das finde ich rührend. Moment, ich bin gleich soweit. Sag mal, schaust du auch nicht das Schlüsselloch? Aber nein, das geht doch nicht. Ja, warum denn nicht? Weil der Schlüssel steckt. Ach, schade. Jetzt hat sowieso keinen Zweck mehr. Ich bin schon so weit. So, einen Moment bitte. Bitte sehr. Ah. Na, wie gefalle ich dir jetzt, mein Engel? Also großartig. Na, gebadet sehen sie doch hübscher aus. Was heißt doch hübscher? Natürlich noch hübscher. Und außerdem sagst du schon wieder sie zu mir. Weil wir uns noch ziemlich fremd sind. Was, eine Stunde schon kennen wir uns doch von Angesicht zu Angesicht. Das genügt nicht. So, genügt nicht? Nein. Na, vielleicht genügt das. Mm. Oh, das ist ja unheimlich. Na, duzt du mich jetzt? Jetzt? Jetzt erst recht nicht. Ja, wieso denn bitte? Zu so einem Kuss muss man sie sagen. Aber wenn man sich daran gewöhnt hat, darf man du sagen. Pass auf. Das wird ja immer toller. Ja, soll das ein Heiratsantrag sein? Ja, aber bitte ohne Heirat. Wenn du dich nicht mit mir verlobst, ist nichts. Also verloben geht ja noch. Es gibt ja Verlobungen, die gut ausgehen. Aber die meisten, die führen doch zur Heirat. Oh, ich glaube, du bist ein ganz schwerer Schwerenöter. Nein, ein ganz leichter ungarischer Hornwetthusar. Und bei uns in Ungarn, da verlobt man sich unter Umständen jede Woche einmal. Wir sind aber nicht in Ungarn. Leider. Ach, weißt du, wenn wir beide jetzt in Ungarn wären, dann... Na, was wäre dann? Hm? Dann wären wir beide schon gar nicht mehr in Ungarn, sondern in siebtem Himmel. Ungarland, Donauland, Heimatland, wie sehn ich mich noch. Säcke, Depressiv, rot, weiß, grün, du bist so weit von hier. Wo der rote Paprika so brennt, mich jeder Batschi nennt und jedes Schweindel kennt. Jai, jai, jai. Dein mit Herz und Hand. Ja, ich habe es auch vernommen, alle feschen Männer kommen, nur von dort, woher du bist, wo man so feurig bist. So ein Mann mit Engel
Jahren, ja, das macht die Madel narrisch, bis der Häs dich auf den Mund. Dann spürst du noch dreist und joi, joi, joi. Ungarland, Donauland, Heimatland, wie seh ich mich nach dir? Wo der rote Paprika so brennt, mich jeder Batschi nennt und jedes Schwendel kennt. Jai, 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 Ungarland, Donauland, Heimatland, bin dein mit Herz und Hand. Jai, jai, jai. Ungarland, Donauland, Heimatland, mit deinem Herz und Hand. Jai, jai, Elien. Und am Nachmittag dieses Tages fand die Hochzeit meines Schwagers, des Grafen Ferry, mit Olia Sahn statt. Yeah.
Das ist ja alles sehr schön, aber ungarische Musik ist doch ganz was anderes. Wollen Sie nicht etwas spielen auf der Geige? Ja, ich möchte schon, wenn ich eine Geige hätte. Ich hole eine von der Jazzband. Ach, Sie sind Ungar, mein Herr? Ja, mein Herr hat sie gesagt. Ja, ich bin Ungar und was für eine. Da sind wir ja Landsleute. Ja, ist das eine Frau? Der ungarische Herrgott hat auch schöne Sachen geschaffen. Und nun, Victoria, habe ich eine große Überraschung für dich. Ein ungarischer Husarenoffizier, der aus russischer Gefangenschaft geflüchtet ist, hat mich um meinen Schutz gebeten. Herr Rittmeister! Ja, bitte, Exzellenz. Darf ich bekannt machen? Rittmeister Chaki, meine Frau. Heute weiß ich das schon damals, als ich Chaki meiner Frau vorstellte. Der Kampf zwischen dem Rittmeister und mir begann. Uns beiden gehörte dieselbe Frau. Ihm, dem Honvéd-Offizier, hatte sie die Treue versprochen, als er in den Krieg zog. Dann kam die Nachricht, dass er gefallen sei, und da hatte sie mich geheiratet. Und ohne zu wissen, was ich tat, nahm ich also den ehemaligen Bräutigam meiner Frau mit nach Petersburg und stellte ihn als Attaché meiner Gesandtschaft vor. Also, bitteschön, ich weiß nicht, Herr Rittmeister. Wie? Verzeihung, Herr Attaché, ich weiß nicht, hier liegt so etwas Unheimliches in der Luft. Da draußen diese vielen russischen Soldaten. Ach, die tun uns nichts. Hier ist exterritoriales Gebiet. Ja, aber es wäre mir schon lieber, wenn wir endlich nach Hause führen. Ja, wir werden reisen. Aber nur dann, wenn Victoria mit mir geht. Ja, Herr Rittmeister, haben mitten im Winter Sonnenstich bekommen. Keinen Schritt mache ich von hier, wenn sie nicht mit mir geht. Gnädiger Herr, ich weiß ja, wie diese verflixte Liebe zwickt und wehtut. Ich habe auch meine Erfahrungen, selbstverständlich. Aber
Bitte, will sie denn mitgehen? Haben Herr Rittmeister überhaupt schon mit ihr gesprochen? Ach, sie weicht mir aus. Und wenn sie mich sieht, dann nimmt sie den Arm ihres Gatten. Ja, 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 das ist schöne Geschichte. Ich sehe schon, niemals werde ich in Dorosch mal wieder Gulasch essen. Ja, es ist Wahnsinn, aber ich kann nichts dafür. Du musst warten, bis sich alles entschieden hat, Janschi. Ja, das kenne ich schon. Niemals werden wir Ungarn wiedersehen. Niemals mehr werden die kleinen Schweinern von Dorosma ihre rosigen Ohren nach mir spitzen. Ah, bonsoir, Monsieur Le Cigar. Servus, Pupperl. Was heißt Pupperl? Möchten Sie nicht Fräulein Mademoiselle zu mir sagen? Was bitte? Na, ich bin zur Gesellschaftsdame avanciert. Na, was ist das schon? Oh, das ist mehr als ein Putzer. Also bitte, bin ich kein Putzer, bin ich Stiefeladjutant des Herrn Rittmeister. Und Gesellschafter bin ich auch. Noch stundenlang plaudert er mit mir. Wenn ich sage, zum Beispiel, glauben Sie mir, Herr Rittmeister, das ist so und so, dann sagt er... Janschi, du bist ein Esel. Ja, das sagt er auch. Aber jetzt sagt er, Janschi, ich kann nicht abreisen, weil ich verliebt bin, sagt er. Also wenn das so weitergeht, ich reise alleine. Was? Du willst mich sitzen lassen? Aber wieso denn? Ich nehme dich natürlich mit. Allerdings unter einer Bedingung. Und die wäre? Sorge dafür, dass mein gnädiger Herr mit deiner gnädigen Herrin heute noch eine Unterredung hat. Ja, aber das ist nicht so einfach. Na, das weiß ich. Meinst du, es ist einfach, dich mit nach Ungarn zu nehmen? Also sorg dafür, sag ich. Sonst ist es aus mit uns. Servus. Ach, ja, sorg dafür, sagt er. Ja, was soll ich denn jetzt nur machen? Hallo, Rickett. Sagen Sie mal, Sie kennen doch diesen ungarischen Attaché. Und ob ich den kenne, Herr Graf? Also, der verpatzt mir meine ganze Hochzeitsreise. Was, Ihre auch? Was heißt Ihre auch? Ist hier denn noch jemand auf der Hochzeitsreise? Ja, Herr Graf, ich. Sie? Ja, mit wem denn? Alleine. Alleine? Ja, wie machen Sie denn das? Oh, wenn man ein geschicktes Mädchen ist, geht alles. Na, Sie scheinen ja außerordentlich geschickt zu sein. Ich kann nicht klagen. Aber wieso verpatzt dieser Attaché Ihre sehr geschätzte Hochzeitsreise, Herr Graf? Ich glaube, ein Kosakenoffizier hat diesen Rittmeister gestern auf der Straße erkannt. Ach. Es wäre doch schrecklich, wenn man ihn erwischte. Er muss also so bald wie möglich weg von hier. Das lässt sich machen. Sie müssen nur arrangieren, dass die gnädigste Frau Gräfin mit ihm 5 Minuten spricht. Dann geht er sofort, hat er gesagt. Na, großartig. Sie muss mit ihm reden. Ja. Wir beide werden das schon managen, oh, nicht? Ja. Na, Sie sind ja sehr geschickt, Rickettchen. Und schick sind Sie außerdem... Das bemerke ich erst jetzt. Och, welche Herablassung, Herr Graf. Oh ja, heutzutage muss man ein bisschen demokratisch sein. Und hübsche Augen haben Sie? Ja. Sagen Sie, Sie erinnern mich da an eine kleine Tänzerin in der Music Hall in London. Die war fast so reizend wie Sie. Und wissen Sie, was die mit ihrem Partner immer gesungen hat? Ein Duett? Nein, Do, Do, Do. Do, Do, Do? Ja, weiter nichts als Do, 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 Do. Do, 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 Do. Du, 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 du. Nicht die Revellers, nicht die Propellers, nicht die Krakelers, nein. Nein, wir sind die Jodlers, die Jenkeldodlers, yes. Und die Parodlers, fein. Fein, wir seien Stars in allen Bars. Yes, wir sind die Dancers. Kommen aus Kansas mit der Schimpansas. Nein, fein! Wir singen beide do 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 do. Das macht uns Freude do 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 do. Wir haben immer gute Laune, wenn die Jazzbande spielt. Weil man bei der Tanzmusik die Liebe erst hilft. Wir singen beide do 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 do. Hallo! 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 Ja, was gibt's denn? Ja, was gibt's denn? Was ist hier kaputt? Was gibt's denn? Wir sind die Rollers, oh. Die Cookie-Rollers. So. Da gibt es Dollar. Oh. Do, 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 do. Wir sind die Springer. Ah. Takt mit die Finger! Ja. Yes! Da, da, da. Wir sein Star! That's good! In allen Bars! Yes! Wir sind die Tanzer! Oh. Kommen aus Kansas! Oh. Mit der Schimpanse! Was? Nein! Fein! Wir singen alle! Fallen, do, do, do.
Volksmusik, die Liebe ist drin. Wir singen alle Dodo, 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 Dodo. Wir singen alle Dodo, 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 Dodo. Tja. Mein lebenslustiger Schwager und diese reizende Rikette brachten es schließlich fertig, dass meine Frau hinter meinem Rücken ihre erste und entscheidende Aussprache mit dem ehemaligen Verlobten hatte. Hör mich an, Stefan. Du musst heute noch Petersburg verlassen. Mein Bruder spricht mit Mr. Taylor. Er wird dich mitnehmen. Du musst gehen. Das ist alles, was du mir zu sagen hast? Seit Tagen sehne ich diesen Augenblick herbei. Und nun stehst du da und sagst... Geh. Wenn du mich noch ein bisschen lieb hast, dann hör mich an. Ich habe dir geschworen, dass ich auf dich warten werde. Ich wartete und wartete. Dann kamen Nachrichten, dass dein Regiment bei Grodeck bis zum letzten Mann gefallen sei. In den Verlustlisten stand auch dein Name. Das Kriegsministerium bestätigte die Nachricht. Und dann trat John Conley wieder in mein Leben. Ich kannte ihn lange, ehe ich dich gekannt habe aus Wien. Damals schon auf dem Hofball hielt er meine Hand an, aber ich hatte ihn abgewiesen. Nun fand er mich wieder verlassen und trostlos. Ich erzählte ihm alles. Er hat Himmel und Erde in Bewegung gesetzt, Sicheres von dir zu erfahren, bis plötzlich Hauptmann Duschnocke, dein bester Freund, heimkehrte. Ja, unmöglich. Duschnocke ist gefallen. Das Gleiche erzählte er von dir. Ja, ich habe doch selber gesehen, wie er bei Grodeck... Ja, mit den gleichen Worten schilderte uns Duschnocke wie du. Ach, jetzt begreife ich. Du ahnst nicht, wie gut Kandler zu mir war. Ich wurde krank. Er pflegte mich ein Jahr lang mit der zartesten Rücksicht. Konnte ich dann, als er mich bat, seine Frau zu werden, Nein sagen? Und du liebst ihn? Auch heute noch? Ich glaube, ja. Und mich? Mich hast du vergessen? Es singt uns ein Liedchen von Glück, des Es flieht und es kehrt nicht zurück, was einmal war. Sie müssen vergessen, es darf, es kann nicht sein. Ich kann nicht vergessen, ein Herz war einmal mein. Du warst der Stern meiner Nacht, dein hab ich träumt. Gedacht, stundenlang Sehnsucht hab ich, liebst du für dich nur verwacht. Lass mein Glück, meine Welt, Sterne schon immer gefällt. Ich schwärme ein Fest, der Mann deiner Wahl. Sag mal, Mausi, bemerkst du nichts? Oh ja, sehr viel, mein Schatz. Du bist mit mir auf der Hochzeitsreise und flirtest mit der Zofe deiner Schwester. Aber so ein Unsinn, Mausi, ich hab doch nur Vorkehrungen getroffen. Schau doch mal hier durch das Fenster. Was siehst du da unten? Das sind ja Soldaten, russische Soldaten. Ja, und weißt du, warum die hier sind? Um uns abzuholen? Aber nein, wir sind doch völlig belanglos. Die suchen diesen Rittmeister. Ach, ja, und deshalb habe ich mit Rikette konspiriert. Was hast du mit Rikette gemacht? Ich habe mit ihr einen Plan ventiliert. Was? Wir haben zusammen beschlossen, diesen Rittmeister zu entfernen. Ach so. Sie hat Victoria bearbeitet, weißt du, und ich habe die Pässe in der Zwischenzeit besorgt für ihn und seinen Burschen. Und es war wirklich ganz harmlos? Aber natürlich, Mausi. Ich werde doch nicht schon so kurz nach der Hochzeit... Ah, aber später. Da wirst du. Auch nicht, Mausi. Nie werde ich. Wo werde ich denn? So was Süßes wie dich, das kriege ich ja doch nie wieder. So? Bestimmt nicht. Komm. Nein, jetzt nicht. Oh, schade. Morgens bist du immer schüchtern, Mausi. Abends bist du nicht so nüchtern, Mausi. Wenn du so ein kleines Schwipsel hast, tust du manches, was ich gar nicht hast. Zum Beispiel
Mausi, süß, was träumt denn nach? Heute Nacht, heute Nacht. Nach dem Souper. Nach dem Souper. Im Separé. Mausi, was haben wir gemacht? Heute Nacht, heute Nacht. Wenn ich dran denk. Wenn ich dran denk. Dann muss ich lachen. Du wolltest immer so zum Spaß. Na ja, ich weiß schon was. Komm, ich sag dir's ins Ohr. Ja, 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 ja. Mausi, süß warst du heute Nacht. Heute Nacht, heute Nacht. Bis früh um acht. Hab ich gelacht. Morgens bei der Schokolade, Mausi, sag ich immer, oh, wie schade, Mausi, dass die schöne Nacht vorüber ist. Weil du mir empfindest, denn lieber bist, zum Beispiel. Mausi, süß warst du heute Nacht. Heute Nacht, heute Nacht. Nach dem Souper. Nach dem Souper. Im Separé. Mausi, was haben wir gemacht? Heute Nacht, heute Nacht. Wenn ich dran denk. Wenn ich dran denk. Dann muss ich lachen. Du wolltest immer ja. So zum Spaß. Naja, du weißt schon was. Komm. Ich sag dir's ins Ohr. Mausi, süß warst du heute Nacht. Heute Nacht, heute Nacht. Bis früh um acht. Hab ich gelacht. Weißt schon was? Ja. Komm, ich sag dir's ins Ohr. Mausi. Bis früh um acht. Hab ich gelacht. Herr Rittmeister. Herr Rittmeister, eine große Neuigkeit. Melde gehorsamst, es gibt nur eine herrliche Frau auf der Welt. Frau Gräfin Victoria. Natürlich, du Esel. Und das ist die Neuigkeit? Nein, aber dass wir heute schon in die Heimat reisen. Da schauen Sie bitte, Herr Rittmeister. Was ist das? Reisepässe sind das, für Sie und für mich. Die hat uns die gnädige Frau Victoria mit ihrem Bruder geschickt. Mr. Taylor, der abgebaute Gesandte, nimmt uns mit nach Wien und von dort aus geht es nach Dorajma. Sie will mich also forthaben von hier. So einfach ist das nicht. Geh du allein. Was? Herr Rittmeister schicken mich allein? Also das ist der Dank. Aber ich sage ja, diese Weiber, oh pardon, die Damen. Frau Gräfin, Sie kommen gerade recht. Ich gehe. Ein lustiger Kerl, dein Bursche. Oh ja, sehr lustig. Er hat mir auch so lustige Sachen mitgeteilt, dass wir Pässe bekommen haben und abfahren sollen. Es ist besser für dich und für mich. Und du glaubst wirklich, dass ich das Feld räume? Jahrelang habe ich nur von der Hoffnung gelebt, dich wiederzusehen. Und nun soll ich dich einem anderen überlassen? Mein Mann liebt mich und bei ihm ist mein Platz. Wenn du mich wirklich liebst, dann gehst du. Stefan, das ganze Leben liegt vor dir. Wir reichen uns die Hände und sagen Good night. Wenn du es so willst, bitte. Der Tränen zu mir sagen. Reiche mir zum Abschied noch einmal die Hände. Gute Nacht. Schön war das Märchen. Oh,
Och, alle Weiber soll der Teufel holen. Was? Ist das dein Ernst? Nein, meine Wut. Jetzt will mein Rittmeister hierbleiben, nur weil deine Gnädige ihm nicht gnädig ist. Und draußen stehen die Russen und warten darauf, uns in Sibirien einzueisen. Und das ist ja schrecklich. Janschi, hallo. Ja, Herr Rittmeister, hier bin ich. Pack alles zusammen, Janschi. Wir fahren doch. Was bitte? Wir fahren doch? Ja, heute noch. Beeil dich. Ich erwarte dich in einer Stunde. Ja, hast du gehört? Wir gehen nach Hause, Rikettchen, wir gehen nach Hause. Ja, und ich? Soll ich hierbleiben? Ach was, hau alles hin und komm mit. Gut, ich hau alles hin und geh mit dir, ja? Also das ist das erste vernünftige Wort, das ich von dir höre. Ich hab von dir überhaupt noch keines gehört. Sag mal, hast du mich überhaupt lieb? Wenn ich einmal liebe, so ist das für immer. So oft ich noch geliebt hab, war es immer für immer. Und willst du mich heiraten? Wir können die nötigen Formalitäten gelegentlich nachholen. Hm? Aber ich sag dir gleich, du, mein Verstand ist mein ganzes Vermögen. Oh, mach dir nichts draus. Armut ist keine Schande. Oh, weißt du, eines ist nur schad. No? Was werden sie in Ketschkemet und Dorosch mal sagen, wenn ich mit einer Französin ankomme? Ach, Janschi, ich musste ein Geständnis machen. So? Ich bin gar keine Französin. Was? Ja. Ja, wo bist du denn geboren? In Budapest, in der Karpfensteingasse. Also, da hört sich alles auf. Eine Ungarin. Ich habe sogar eine Milchschwester in Debrecen. Und ich einen Saufbruder in Ketschkemet. Ja, sag mal, wie heißt du denn eigentlich? Marika. Und mir sagst du Rikett? Na ja, Marika, Mariket, Rikett, und das ist doch ganz einfach, nicht? Also, pass einmal auf. Dann geht es zuerst nach Budapest. Ja. Wie ich von dort weg bin das letzte Mal, hat uns die Militärmusik die Honvéd-Banda zur Bahn begleitet. Mitten ins Herz hat sie uns hineingetrommelt und trompetet. Ach, das kenne ich noch. Das war wunderschön. Heisa, Mado, Schindrasabum. Dreh dich jetzt nicht um, Schindrasabum. Denn jetzt kommt das Honvéd-Regiment. Himmelsapperment, Honvéd-Regiment. Rote Hose, Schlobak frisch gewitzt. Jai. Tango, Schirpen, Arme ganz verflixt. Himmel,
deine Pracht, wie das Pflaster kracht, dass das Herz dir lacht. Komm, wenn man da mit Trompeten und Trommeln ziehen durch die Stadt. Schöne Maden stehen am Fenster und stramm marschiert der Soldat. Habt Acht, Augen rechts gedreht, wo ein Maden steht, ja, jemand am Terrepette von Wettbanda und sein Maden, was will noch mehr der Soldat? Und Wettbanda mit Trompeten und Trommeln zieht durch die Stadt. Schöne Maden stehen am Fenster und stramm marschiert der Soldat. Oh, Augen rechts gedreht, wo ein Maden steht, sei am Mann der von Wettbanda und sein Maden, das will noch mehr der Soldat. Jedes Mädel in der ganzen Stadt einen Liebsten hat, das ist der Soldat. Schön. Sie nicht an und zeigt, was er kann. Aber ja, denn auf Urlaub ist er in Zivil und tut alles, was sein Mädel will. Ja, doch im Herbst, da rückt er wieder ein. Oh. Mädel fügt dich frei, kann nicht anders sein. Komm, Wettbanda mit Trompete und Trommeln ziehen durch die Stadt. Schöne Maden stehen am Fenster und stramm marschiert der Soldat. Oh, ach, Augen rechts gedreht, wo ein Maden steht. Ja, jemand am Terrepette von Wettbanda und sein Maden, was will noch mehr der Soldat? Ich hab's ja gewusst, Das Palais ist umstellt. Kein Mensch kann hinaus, kein Mensch kann hinein. Es wird etwas passieren. Ja, was denn, Schatz? Was wird passieren? Wir werden alle durch den Wolf gedreht. Sie werden es nicht wagen, einzudringen. Sicher nicht, Exzellenz. Sie wollen ja auch nichts von uns. Was wollen Sie denn? Sie behaupten, wir verbergen hier einen entflohenen ungarischen Offizier, der politisch kompromittiert und zum Tode verurteilt ist. Der Kommandant fragt an, ob wir bereit sind, ihn kurzerhand auszuliefern. Sein Name ist... Ich weiß. Rittmeister Schaki. Nein, Exzellenz, Rittmeister Koltai. Koltai? Ja. Koltai? Mhm. So hieß doch Viktorias Bräutigam. Dieser Schaki ist also Koltai? Allerdings, Exzellenz. Ich bitte, ich kann nichts dafür, Exzellenz. Was soll ich dem Offizier antworten? Später, bleiben Sie in der Nähe. Wo ist Viktoria? Ja, John, was gibt es? Sehr schönes Wetter draußen. Ich werde doch eben mal... Und wohin willst du? Ich wollte bloß einmal... Du bleibst hier. Bitte, kann ich auch machen, wenn es dir recht ist. Sage bitte Herrn Rittmeister Schaki, oder besser gesagt Herrn Rittmeister Koltai. Ich lasse ihn hierher bitten. Ja. SOS, große Soße, ganz große Soße. Du hast es also erfahren. Aber leider nicht von dir. Und was denkst du jetzt von mir? Eine ganze Menge Gedanken jagen durch meinen Kopf. Zum Beispiel, dass du aufrichtiger hättest sein können, dass mich mein Dienst, die Arbeit so viel in Anspruch nimmt, dass ich vielleicht zu wenig Zeit habe für eine so schöne, verwöhnte Frau. Aber dass ich trotz alledem verdient hätte... Exzellenz, Sie wollen mich sprechen. Ich stehe zu Ihrer Verfügung. Wir wollen keine großen Worte machen. Der Fall liegt einfach. Sie lieben die Frau, die ich geheiratet habe. Man könnte auch sagen, Sie haben die Frau geheiratet, die ich liebe. Und jetzt liefern Sie mich denen da draußen aus. Sie warten auf mich. Exzellenz, die Russen erwarten eine Antwort. Und antworten Sie, es liegt ein Irrtum vor. Ja. Hier gibt es keinen Rittmeister Koltai, sondern nur einen Botschaftssekretär Schaki. Ich bürge dafür mit meinem Wort. Das Weitere werde ich selbst mit meiner Regierung erledigen, gehen Sie. Sehr wohl, Exzellenz. Nein, ich kann dieses Opfer von Ihnen nicht annehmen. Es ist kein Opfer. Ich will nur Zeit gewinnen, damit Sie entfliehen können. Ich danke Ihnen für Ihre Güte, aber ich brauche Sie nicht. Das Schicksal hat uns allen einen Streich gespielt. Wir wollen die Sache vorerst einmal vergessen. Das Fest geht weiter. Das russische Ballett soll auftreten. Thank you.
Meine Damen und Herren, meine Frau wird sich jetzt mit einem kleinen russischen Lied erfreuen. Ich möchte heute nicht singen, John. Ich bitte dich drum, Victoria. An der Leber steht ein Haus, ganz eingehüllt in Schnee. La 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 la. Durch das Fenster blickt ein Mädel, träumt von Glück und Weh. Schließlich zu die Tür, schlanke Betroffener, Federowna, heute kommt das Glück zu dir. Soldaten. Exzellenz, vor 2 Minuten hat mir einer Ihrer Diener Ihren Brief gebracht. Meinen Brief? Das Briefpapier der Gesandtschaft? Ich ermächtige Sie hiermit, den flüchtigen Rittmeister Stefan Koltai, der sich hier auf der Gesandtschaft befindet, sofort zu verhaften? John Körnleit? Mein Name? Das ist nicht meine Schrift. Wer hat diesen Brief geschrieben? Ich habe diesen Brief geschrieben. Stefan, warum haben Sie das getan? Ich sagte Ihnen ja, ich werde Ihnen nicht zur Last fallen. Mein lieber, goldiger Herr Rittmeister. Nur ein Mädel gab es auf der Welt, nur ein Herz, das immer zu mir hält. Nur ein Mädel, was er mich erhört hat, will ich mich lieb und frei geschworen. Nur ein Mädel kam es auf der Welt. Herr Kommandant, tun Sie Ihre Pflicht.
Dieser Abend in Petersburg hatte mir verraten, wem Viktorias Herz wirklich gehörte. Ich gab sie frei und wir ließen uns scheiden. Einsam und unglücklich kehrte sie zusammen mit ihrem Bruder, mit Liasan und Janschi und Rikett in ihre ungarische Heimat zurück. Ich selbst aber ließ nichts unversucht, um den Rittmeister Koltai wieder frei zu bekommen. Die Russen waren hartnäckig. Endlich gelang es mir, ein Gerichtsverfahren durchzusetzen, in dem Koltai freigesprochen wurde. Das geschah zur selben Zeit, als man in Doroschma das Winzerfest feierte. Mäht er, wie oft trinkt er, wie oft küsst der schöne Paul. Zweimal mäht er, dreimal trinkt er, küssen kann er tausendmal. Ach, wie oft er küssen kann, Gott, wer weiß denn schon die Zahl. Zweimal mäht er, dreimal trinkt er, küssen kann er tausendmal. Ach, wie oft er küssen kann. Schön. Der Herr Bürgermeister will eine Rede reden. Wenn er sie nicht gleich hält, in einer Viertelstunde kann er nicht mehr. Er wackelt jetzt schon. Alsdann, hochverehrte Anwesende, hiesige und dasige, so wahr ich Perkelti Janosch bin, der Bürgermeister von Doroschma, es ist mir eine wahre Herzensfreude, heute hier das Winzerfest mit meiner hochgeschätzten Anwesenheit zu verzieren. An diesem schönen Festtage muss schönstes Madel von ganzer anwesender Bevölkerung dem Bürgermeister einen Kuss geben. Absolut pardon. Das ist ein alter Sitte und ungarischer Gebrauch. Den Gebrauch hat er sich selber gemacht. Komm her, Ilonka. Du bist schönstes Madel hier. Die kann das sehr gut. Und jetzt komm du her, Piroschka. Du bist auch schönstes Madel hier. Die kann das noch besser. Und jetzt komm du her. Absolut pardon. Du bist der allerschönste Madel hier. Nein, 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 nein. Ich bin Privateigentum von diesen Janschi da. Am Winzertag gibt es kein Madel, was Privateigentum ist. Das ist ein alter Sitte und ungarischer Gebrauch. Die kann das am allerbesten. Gratuliere dir, Primasch, zu dem Privateigentum. Und nun kommt das Allerwichtigste. Ihr wisst, dass in Doroschma alljährlich am Tag vom Winzerfest drei Hochzeiten stattfinden müssen. Drei Brautpaare müssen da sein, die der Bürgermeister selber traut. Das ist ein alter Sitte und... ungarischer Gebrauch. Aber drei Paare müssen da sein. Sonst kann ganze Hochzeit überhaupt nicht stattfinden. Also, wo sind die drei Brautpaare? Das erste Brautpaar bin ich. Das heißt mit dieser kleinen süßen Marichetta. Das zweite Brautpaar sind wir beide. Aber Ferry, was fällt dir denn ein? Wir sind doch schon seit einem Jahr verheiratet. Hab ich gehört, das Fräulein sind geheiratet. Aber in Japan. Absolut pardon. Das ist hier ganz ungültig. Was? Unsere Ehe wäre ungültig? Existiert amtlich hierorts überhaupt nicht. Und die 1000 Küsse, die mir mein geliebter Bonzo gegeben hat und alles andere? Die 1000 Küsse sind gültig. Da braucht man keinen Stempel. Alles andere ist ungültig. Was? Und mein kleines Baby? Absolut pardon. Das ist für Komitatsbehörde überhaupt nicht auf der Welt. Schrecklich. Da bin ich ja noch ledig. Wenn Sie anderswo auch noch so verheiratet sind. Hier sind Sie ledig. Das ist ein alter Sitte und ungarischer Gebrauch. Aber Mausi, das macht doch nichts. Wir lassen uns eben hier nochmals trauen und fangen die ganze Geschichte wieder von vorne an. Ja, sowas. Und wo ist das dritte Brautpaar? Ja, das ist ja.
Mal. Ja, drittes haben wir noch nicht. Es ist noch keines da. Dann kann ganze Winzerhochzeit nicht stattfinden. Es müssen drei Paare sein. Also jetzt schauen wir gut aus. Frau Gräfin kommt. Unsere Cousine von Doroschma. Gräfin Victoria, Herr Bürgermeister, das dritte Paar wird auch da sein. Also ich habe großartige Idee. Traditionellen Rundgang durch die Weinkeller. Ja, so ist recht. Das ist ein alter Sitte und... ungarische Götter! Ja, das ist es. Und jetzt pass auf, Ricket. Jetzt werde ich dir das große Geheimnis verraten, wer das dritte Brautpaar sein wird. Ja, wer wird das schon sein? Also pass auf. Die Braut ist wie Victoria. Die Gräfin? Na, und der Bräutigam? Und der Bräutigam ist Koltai. Aber geh, jetzt hast du einen Schwips. Was? Also bitte, wie kann ein Rittmeister heiraten, den man vor einem Jahr in Russland piff-paff-puff? Das ist es ja eben, man hat ihn nicht erlebt. Was? Er ist begnadigt worden. Das alles hat Mr. Conley der Gesandte gemacht. Ach. Und heute kommt er mit anderen Offizieren als Austauschgefangener zurück. Was? Ja, und das sagst du mir erst jetzt? Na, weil es noch ein Geheimnis ist. Da schau her, diesen Brief. Ja, ich zittere vor Erregung. Mir zittern die Knie. Da schau her, diesen Brief habe ich gestern von ihm bekommen. Liebster Janci, schreibt er, ich lebe und komme morgen nach Hause. Ganz gerührt wird man. Aber jetzt sollst du sehen, was ich kann. Ich bringe die zwei zusammen. Du wirst sehen, ich mach das. Ja? Ist sie nicht frei? Mhm. Ist sie nicht seit einem Jahr von Conlad geschieden? Ja. Warum soll eine geschiedene Frau nicht wieder heiraten? Eben. Sie weiß nicht, dass er kommt. Er weiß nicht, dass sie da ist. Mhm. Sie werden sich wiedersehen. Flammen der Leidenschaft lodern auf. Bengalische Beleuchtung. Umarmung. Happy End. Ach, wenn nur nichts dazwischen kommt. Also, da kommt nichts dazwischen. Ein ungarisches Mädel muss sich ungarisches Mantel nehmen. So wie du mich genommen hast. Na, dann nur zu. Fahr in das Land, nur hinunter in das ungarische Dorf. An der Tess. Ja, dort gibt es Mädel, schöne, frische, so verführerische, wie jeder Bein. Na bitte sehr. Da, fest. Da, rund. Da, gestellt. Da, auch gesund. Die haben überall so Sachen süß, so gewisse, das macht dir heiß. Ja, so ein Mädel, ungarisches Mädel, geht nicht aus dem Schädel, geht nicht aus dem Sinn. Ja, so ein Mädel, braun mit schwarzen Haaren, liegt in Husaren, tiefen Herzen drin. Aber wie, wenn sie dich küssen, 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 ja, dann beißen sie dich. Wenn sie dich lieben, 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 dann zerreißen sie dich. Ja, so ein Mädel, no
noch so schöne Mädel wie im Ungarlandl. Joi, Sapperwind, Gutja Lanzos. Wenn Sie ein Mannsbild sehen, dann haben Sie es sofort am Bandel, weil das Herz gleich brennt. Aber ja, da Gruß, da Kuss, da Ring, dann bitte Schluss. Denn so ein Ungarnadel braucht ein fesches Ungarmandel mit Temperament. Joi, ja, so ein Mädel, ungarisches Mädel, geht nicht aus dem Schädel, geht nicht aus dem Sinn. Ja, so ein Mädel, braucht mit schwarzen Haaren, liegt bei den Husaren, tief im Herzen. Aber klar, wenn sie dich küssen, 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 ja, dann beißen sie dich. Wenn sie dich lieben, 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 dann zerreißen sie dich. Ja, so ein Mädel, ungarisches Mädel, geht nicht aus dem Schädel. Also, was sagt man Fräulein Frau zu unserer nochmaligen Verheiratung? Das sollte man immer tun. Wenn die Flitterwochen um sind, dann lässt man sich wieder trauen und macht das ganze Da Capo. Ich glaube, du, das Da Capo wird noch hübscher werden. Ja, aber was machen wir, wenn sich kein drittes Brautpaar findet? Du, das wäre schrecklich. Ich kann doch hier nicht als deine unverheiratete Gemahlin herumlaufen. Natürlich nicht. Was würden denn unsere Kinder davon denken? Eben. Aber nur keine Angst, das dritte Paar ist schon da. Ach. Ich habe nämlich eine geniale Idee. Du wirst einfach weg sein. Ich sage nichts als Victoria. Was? Und der Bräutigam? Du wirst staunen. Halt dich an oder setz dich nieder. Der Bräutigam ist Mr. Könnleit. Von dem sie seit einem Jahr geschieden ist? Du, was macht das? Hast du noch nie gehört, dass geschiedene Leute wieder heiraten? Aber Könnleit ist doch in Petersburg. Könnleit ist nicht in Petersburg. Er ist in Budapest. Er hat sich dahin versetzen lassen. Und ich, jetzt wirst du baff sein. Halt dich an. Ich habe ihm gestern telegrafiert. Komme sofort, Dorschma. Du musst Victoria glücklich machen. Und da ist die Antwort. Na? Er kommt. Was sagst du jetzt zu mir? Ich weiß nicht. Ich glaube aber, Ferry, du hast da eine Riesendummheit gemacht. Was? Das war ein Genieblitz. Du wirst schon sehen. Lass mich nur machen. Ich bring die zwei wieder zusammen. Komm, gib mir rasch einen Kuss. Was fällt Ihnen ein? Was denken Sie von mir? Einem wildfremden Herrn? Ja, was soll das heißen? Augenblicklich einen Kuss? Glauben Sie, weil wir in Japan einmal flüchtig verheiratet waren? Oh nein. Wenn unsere Ehe ungültig ist, dann gibt es auch keine Küsse mehr. Und überhaupt gar nichts mehr. Und überhaupt gar nichts mehr? Aber geh, Mausi, mach doch keine Geschichten. Bitte keine Intimitätlichkeiten. Aber Mausi, das sind doch nur Formalitäten. Ich danke schön für diese Formalitäten. So wie gestern Abend im Hotel Ritz in Budapest beim Souper. Dass du mich gerade daran erinnern musst. Ach, Schatz, das war schön. Da waren wir noch fest verheiratet. Mausi, süß warst du heute Nacht. Heute Nacht, heute Nacht. Nach dem Souper. Nach dem Souper. Im Separé. Mausi, was haben wir gemacht? Heute Nacht, heute Nacht. Wenn ich dran denk. Wenn ich dran denk. Dann muss ich lachen. Du wolltest immer so zum Spaß. Naja, du weißt schon was. Komm, ich sag dir's ins Ohr. Mausi. Bis früh um 8. Haben wir gelacht? Also bitteschön, hören Sie mir einmal zu, gnädigste Gräfin. Ja, was denn? Gnädigste Gräfin waren immer so lieb und goldig zu mir, dass ich mir ein Herz nehmen möchte, Ihnen was zu sagen. Na nun, heraus damit, Janschi. Frau Gräfin sind eine so schöne junge Frau, eine so herrliche Frau, eine so elegante Frau und Sie rennen, bitte um Verzeihung, Sie rennen so ganz allein in der Welt herum wie, no, wie Hund ohne Herr. Aber Janschi. Naja, hätte ich mich auch gewählter ausdrücken können. Ich hätte auch sagen können wie Kalb ohne Kopf. Also jetzt hör endlich auf mit deinen Vergleichen. Lass mich bitte. Frau Gräfin, schon in der Bibel steht, liebet euch und vermehret euch. Er hat einen Schwips. Na, was ist mir halt falsches Zitat eingefallen. Ich hab sagen wollen, es steht in der Bibel, es ist nicht gut, wenn der Mensch allein ist. Ach so.
Also nicht wahr, Frau Gräfin, im Sommer, da geht das ja noch. Man geht baden, wenn es heiß ist. Aber im Winter, wenn so die länglichen Abende kommen, man sitzt in seinen vier Wänden. Man zieht sich an, für wen? Man zieht sich aus, für wen? Aber Jantschi. Also, da habe ich mir was ganz Wunderschönes ausgedacht. Frau Gräfin müssen wieder heiraten. Pass auf, jetzt haut sie dir eine herunter. Na, haut sie? Nicht ein bisschen haut sie. Eine Frau haut nie, wenn man vom Heiraten spricht. Also, und da habe ich mir ausgedacht, Frau Gräfin, wie schön es wäre, wenn Frau Gräfin gleich heute mit uns heiraten möchten. Ja, mein lieber Jantschi, was Sie da gesagt haben, hat viel für sich. Aber wo nimmt man so rasch einen Bräutigam her? Ja, wo nimmt man einen her? Das ist es ja eben. Und jetzt kommt große Überraschung. Frau Gräfin belieben, sich bitte fest anzuhalten, ja? Ich habe mir nämlich erlaubt, also, das ist nämlich so. Victoria, da bist du ja. Ich habe dringend mit dir zu sprechen. Oh, gerade jetzt muss der daherkommen, wo ich so im Zuge war. Du wirst staunen, wie gescheit ich bin. Schau, du bist eine so herrliche Frau. Ist es nicht jammerschade, dass ein Kapital wie deine Schönheit gar keine Zinsen trägt? Mir scheint, jetzt fängt der auch noch an. Schon in der Bibel steht... Bitte, das mit der Bibel habe ich auch schon alles gesagt. Auf die Dauer kann doch eine Dame nicht so allein im Leben herumpromenieren. Habe ich ja auch gesagt. Ja, aber nicht so fein. Ach, da sieht man doch gleich, was ein Graf ist. Weißt du, das kommt mir gerade so vor wie eine Puderdose ohne Quastel. Siehst du, Rikette, er ist ein Graf und er macht auch Vergleiche. Aber feinere als du. Also bei Tag, da geht es ja noch. Man spielt Bridge oder Römi. Aber dann, wenn der Abend sich auf blausamtenen Schwingen herniedersenkt und die Fledermäuse der Einsamkeit umherschwirren... Hab ich doch auch alles schon gesagt. Ja, aber nicht so schön. Man wirft sich in den Evening-Dress. Pourquoi? Man deshabilliert sich. Pour qui? Ja, ja, das Weitere weiß ich schon. Also, was willst du eigentlich? Ich habe eine blendende Idee. Geradezu das Ei des Kolumbus. Oh, du wirst baff sein. Alle einfach werden baff sein. Du musst wieder heiraten. Niemand ist baff. Tja. Den gleichen Vorschlag hat mir nämlich vor einer Minute Herr Jantschi gemacht. Was? Der macht dir meine Vorschläge? Also du musst heute noch mit uns zusammen heiraten. Den Bräutigam, den habe ich schon. Was? Du hast auch einen? Ich habe nämlich auch einen. Also Sie haben da gar nichts zu haben. Was mischen Sie sich in meine Familienangelegenheiten? Ich habe den Bräutigam. Bitte, da ist er. Good evening. Joan, siehst du? Es ist doch etwas dazwischen gekommen. Ah, dieser Mr. Conlight. Mein armer Herr Rittmeister, jetzt ist alles aus. Komm, Rickett, gehen wir. Na, wie habe ich das gemacht? Lieber John, ich danke dir, dass du gekommen bist. Ich habe dir depeschiert, du weißt schon was. Ich lasse euch beide jetzt allein. Ein ganzes Jahr haben wir uns nicht gesehen, John. Wie ist es dir ergangen in diesem Jahr? Oh, ich bin älter geworden, Victoria. Und du jünger. Aber kokettiere doch nicht mit deinen paar grauen Härchen. Du siehst aus wie 32. Sagen wir wie 32. Joan, ich glaube, ich kann unser Glück wieder aufbauen. Ich schulde dir so viel Dank. Und es ist meine Pflicht. Dank? Pflicht? Nur ein Wort hast du nie gefunden. Liebe. Wenn man liebt, fühlt man oft mehr, als man sagt. Ja. Aber wenn man nicht liebt, sagt man meist mehr, als man fühlt. Was höre ich? Frau Gräfin, Sie wollen wirklich die dritte Braut sein? Ja, Herr Bürgermeister, das will ich. Und da stelle ich Ihnen meinen... Stopp. Noch nicht. Hast du auch dein Herz gefragt? Ja, John. Ich bin entschlossen. Verzeihung. Absolut pardon. Aber wenn Herrschaften sich nicht sind einig, wenn es sich handelt um Herzensprüfung, wird sich das gleich herausstellen bei der Winzerprobe. Winzerprobe? Winzerprobe. So, ein alter Sitte und ungarischer Gebrauch. Bei jeder Winzerhochzeit muss nämlich die Braut aus unserem St. Imre-Fassel ein Glaserl kosten. So wie die Braut getrunken hat, fällt sie dem um den Hals, den sie wirklich lieb hat, von ganzem Herzen. Bringe nun das Fass herein, gefüllt mit dem St. Imre Wein, damit man sieht, dass gar nichts fehlt, dass alle Breite
gut gewählt. Die erste Braut, sie trete vor. Hier bin ich schon. Wetter, das ist gut, rinnt wie Feuer durch das Blut. Jetzt kommt das, was kommen muss, Bianchi einen Kuss. Aber bitte. Die zweite Braut, sie trete vor. Hier bin ich schon. Ach, das schmeckt ganz wunderbar. Süß und feurig, rein und klar. Wen ich lieb hab, treu und wahr, weiß es seit einem Jahr. Und nun, Frau Gräfin, die hochwohlgeborene dritte Braut. Hier bin ich schon. Und wo ist der Herr Bräutigam? Mein lieber goldiger Herr Rittmeister, ich glaube, Sie kommen gerade im richtigen Augenblick. Ja, hier wird nämlich geheiratet. Und das ist mein Werk. Meine Herrschaften, ein kleiner Irrtum. Das alles habe ich mir erlaubt zu arrangieren. Rittmeister Colta ist vorhin mit mir angekommen. Ich sollte doch nur kommen, um Victoria glücklich zu machen. Und ich glaube, es ist mir gelungen. Es ist Ihnen sogar großartig gelungen, Exzellenz. Pardon, Madame, auf Wiedersehen. Aber jetzt, was ist mit der Hochzeit? Ich kann nicht länger warten. Ja, wir können auch nicht länger warten. Es dann auf zur dreifachen Hochzeit. Oh!